Hallo. Genau, du hast das letzte Mal vergessen hier, richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agrarian Skies. Der Butze hat sich vom letzten Mal noch verabschiedet. Jetzt darf er auch nochmal Hallo sagen. Hallo. Ah, wunderbar, jetzt klappt es ja auch nicht. Und der Olli 82 ist mit dabei. Guten Tag. Wir fangen schon mal völlig im Chaos und völliger Verwirrung an, aber das ist okay. Das solltet ihr von uns irgendwann mal kennen oder auch nicht. Ist mir gerade im Moment okay. So, was haben wir denn hier? Fluid Transposer und was war das hier? Achso, das war der Milk Bucket. Den können wir wieder abbauen. Nach dem letzten Mal Thaumcraft habe ich mir gedacht, wir machen heute mal ein bisschen mehr Technik wieder. Wir packen uns heute nämlich einen Induction Smelter hier hin. Wie ihr es von uns gewohnt seid, machen wir das natürlich dafür, dass wir ein bisschen von hinten annehmen. Genau, von hinten annehmen. So, wir brauchen nämlich noch ein kleines MI-Interfacechen dafür. Hier. Dann schauen wir mal, ob wir sowas da haben. Nein, haben wir nicht, aber wir können es craften. Schauen wir mal, ob wir alles da. Oho, wow. Start. Ein MI-Interface. Huhuhu. Plöpp. So, klappt. Warum habe ich hier ein Pattern gerade drin? Achso, das war das Pattern vom Milk Bucket. So. Dann packen wir das MI-Interface da hinten an den Induction Smelter. So, jetzt müssen wir uns daran erinnern, was kann der Induction Smelter? Der Induction Smelter kann viele Rezepte. 77 Seiten mal circa 2 Rezepte. Da kann man Steel Ingots, da kann man Elektrum, da kann man Copper? Achso, ja. Alles Mögliche kann man daraus basteln. Bloodbook. Da kann man ein Dämonik, cool, was man alles so basteln kann. Wusste ich gar nicht, was da alles geht hier. Okay. Uns geht es hier hauptsächlich eigentlich um die... Was war das? Keine Ahnung. Okay. Der Olli hat gerade ein bisschen Schwierigkeiten mit seinem wackeligen USB-Headset. Keine Ahnung. Oder sind da irgendwelche... Bin ich noch? Ja, du bist noch da. Juhu. Du machst komische Sachen, weißt du das? Wieso? Okay. Ja, weiß ich nicht. Irgendjemand macht hier komische Geräusche. So, dann packt man es hier mal ein paar Item-Ducts, 2 Stück in der Zahl, mal dahin. Weil das Ergebnis muss ja auch irgendwo raus. Das machen wir hier und hier. Und sagen, deine Ergebnisse gibst du bitte nach oben aus. Einfach beides. So, das wandert nämlich dann quasi hier rüber, darüber, da rein. Und damit landet es mit dem Ableitern-Schlüssig-Netzwerk. Oh. Der Biber Butzemann macht irgendwas da oben. Der hat mir gerade einen Block vor die Füße geknallt. Was auch immer er da macht. Ja, ich habe es gemacht. Ein Loch gemacht. Ich habe es mit Kompression wieder zugemacht. Okay. Okay, so schwierig sind die Blöcke doch gar nicht zu machen gewesen. Das waren ja nur 2 Stone Bricks. Der war runtergefallen. Da, dann bastel's wieder hin. Mensch. So. Ja. Wir wollten im Induction Smelter ein paar Rezepte machen. So. Und dazu haben wir gelernt im Pattern Terminal. Das brauchen wir hier gerade nicht. Brauchen wir Patterns. Patterns haben wir aber schon Pattern dafür, nicht? Genau, da haben wir schon Patterns. Machen wir mal hier 20 Stück. Start. Mach mal. So. Wir arbeiten natürlich gerade eben mit einer Maschine. Der Maschine müssen wir Sachen geben, die gibt irgendwas aus. Dafür gibt es dann diese sogenannten Processing Patterns. Das hatten wir aber schon mal irgendwann mal erklärt. So, und jetzt können wir uns überlegen, was wir da machen. Zum Beispiel können wir da drin jetzt machen... NEI Synchronize ist gut. Elektrum. So, Elektrum hier wird hergestellt aus... der Mann da oben. Silber und Gold ergibt 2 Elektrum. So, dann haben wir hier Silber und Gold ergibt Elektrum. Haben wir noch Elektrum drin? Jo, haben wir. Ergibt 2 Elektrum. So, einmal bitte Rezept. So, Rezept da rein. Und Rezept da rein. Elektrum. So, dann können wir hier theoretisch schon mal sagen, Elektrum, mittlere Maustaste, wir wollen mal 20 Stück haben, starte mal. So, und jetzt legt auch der hier los und bastelt die Sachen.
und schmeißt sie auch irgendwann raus. Das ist genauso, wie wir das haben wollen. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist hier okay. Wir könnten sie noch beschleunigen. Eigentlich nicht so dringend notwendig. Ist eigentlich für den aktuellen Stand okay. Brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir noch das Thema Bronze. Dann machen wir mal Clear. Und dann sagen wir mal Bronze. Und zwar haben wir hier ein Thermal Expansion Bronze irgendwo. Tinker. Forestry. Da. Für dieses Bronze brauchen wir im Induction Smelter dreimal Kupfer, einmal Zinn. Wie bekannt, dreimal Kupfer, einmal Zinn. Gut, dann brauchen wir Bronze, nehmen wir uns schon mal in die Tasche. Kupfer. Dreimal. Und dreimal Zinn. Einmal Zinn natürlich. So. Einmal Zinn ergibt. Schauen wir lieber nochmal. Das müssten aber hier vier gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Bronze. No, wo bist du denn hin? Das ist Forestry. Das ist Custom. Da. Einmal weiterblättern, nochmal weiterblättern, nochmal weiterblättern. So. 3 plus 1 ergibt 4. Okay. So, dann brauchen wir hier 4 Stück. Den Rest können wir schon mal wieder nach oben reinschmeißen. Hier hin. Zack. Dann wie viel RF liefert der Hausanschluss? Da hängt jetzt die Kohle dran und Bio. Das dürften die 2000 sein. Oh ja, dann kann das Fluxduct vielleicht nicht mehr. Welches Fluxduct kann wo nicht mehr? Ach, bei dem Bienchen geht. Ach so, okay. Der Strom, Luna. Okay. Mal schauen, ob irgendwas nicht stimmt. Ja, man muss uns auch ein bisschen entschuldigen, weil wir haben hier schon fast seit 14 Tagen eigentlich nichts mehr Großartiges hier gemacht. Von daher ist es halt ganz okay. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn noch so Schönes? Dann haben wir hier noch Steel-Ingots. Brauchen wir eigentlich so oft Silber. Signalum. Signalum ist ein bisschen aufwendiger. Shiny. Was haben wir noch? Fluxed Electrum könnte man uns noch nehmen. Und Flux Electrum, Enderium, das sind dann schon quasi die Königsdisziplinen und Signalium. So. Elektrum. Ah, die andere Seite ist noch voll. Keine Ahnung, wie hier die Steuerung ist. Ob da eine Steuerung gibt. Nö, nö. Pumpen, was geht? Pumpen, was geht? Das ist doch wirklich cool. So, aus Ferrus können wir natürlich noch eine Sache machen. So, und zwar können wir hier 2 Iron, 1 Ferrus ergibt Invar. Gut, dann Iron, 2 Iron und 1 Ferrus ergibt Invar. Invar und zwar 3. So, auch das Rezept packen wir dann gleich nochmal rein. Damit haben wir die Rezepte schon mal grob, die wichtigsten. Und dann kommen gleich noch ein paar andere, und zwar die hier. Zum Beispiel Signalum ist ein bisschen doof herzustellen. Im Induction Smelter kann man dann den Signalum Blend machen, das ist ein bisschen doof. Man könnte das theoretisch auch hier drin machen. Aber man könnte sich auch den Signalum Blend hier machen und dann das hier schmelzen. Dreimal Kupfer, einmal Silber und den Destabilized Redstone Bucket. Okay. Dazu brauchen wir aber dann ein paar mehr Fluid Transposers. Ja, das wird nochmal was für die nächste und übernächste Folge. Genauso bei Enderium. Jetzt schauen wir mal bei Flux Electrum Ingots. Die waren aus Pyrotheum und Flux Electrum Blend. Und Flux Electrum Blend war auch hier. Brauchen wir den Fluid Transposer. So, weil den hier müssen wir nämlich dann das nächste Mal auch noch ein bisschen anders ansteuern. Machen wir das jetzt noch? Fluid Transposer und wir brauchen noch etwas dazu. Wo haben wir denn den stehen? Wahrscheinlich hier irgendwo in der Kiste. Fluid
Fluid Transposer Magma Crucible. Bauen wir uns nochmal ein Magma Crucible und Fluid. Okay, warum nicht? Okay, wo habe ich dich jetzt vom Terminal verscheucht? Nee. Okay, nee, ist gut. Aber bevor wir da irgendwas bauen, nochmal in die Kisten hier reingucken. Da ist keiner mehr drin. Nur noch ein Aquäus. Nö. Gut. So. Denn wir bauen uns nochmal einen Magma Crucible. Den da hier. Jetzt ist die Frage, welchen? Reinforced oder Resonant? Reinforced. Ach komm, Hardened reicht hier. Haben wir den nicht schon drin? Machine Frame. Nein, nur den Basic. Na gut, machen wir mal einen Basic hier. Den können wir uns eigentlich schon zweimal bauen. Genau. Oder gleich dreimal. Machen wir gleich dreimal. Wenn wir schon dabei sind, machen wir dreimal. So. Dann brauchen wir den Magma Crucible. Magma Crucible. Die Basic Variante. Dann brauchen wir noch Leadstone Energy Salve. 1, 2, 3. Die haben wir. Und dann Nether Brick. Okay. Nether Brick. Wird hergestellt aus Nether Bricks. Und haben wir keine mehr da. Und die Nether Bricks kann man sich brennen aus Netherrack. Und haben wir Netherrack da? Ne? Da haben wir noch ein bisschen da. Nehmen wir einfach mal ein paar und schmeißen sie da hinten in den da rein. Ja, machen wir so. Ist egal. Warum mache ich so viel? Wahrscheinlich habe ich jetzt zu wenig. Aber ist egal. Werden wir gleich sehen. So, das sind 20 Stück. 20 Stück ergeben 5. Ein Hammer noch ergibt genau 6. Sollte eigentlich passen. So. Dann packen wir die da wieder rein und die wieder rein. Und dann schauen wir wieder nach unserem Magma Crucible. Magma Crucible. So. Einer. Noch einer. Und noch einer. Cool. Hat geklappt. So, weil der ist dann einmal für Redstone, Glowstone und Enderpearls. Genau. Die können wir zuerst mal. Nein, können wir nicht. Wir machen gleich weiter. Den Fluid Transposer. Wo ist er? Da. Fluid Transposer. Dazu brauchen wir nochmal 2 Machine Frames. Machine Frames. Brauchen wir nochmal 2. Bauen wir doch mal bitte noch 2 Machine Frames. Gut. Eins, zwei, drei. Sehr schön, passt. Und dann brauchen wir noch Interfaces. 3. Und dann schauen wir mal, haben wir auch den Export? Nein, haben wir nicht. Ach Göttchen, haben wir den Export-Bus noch nicht programmiert? Na gut, dann machen wir gleich drüben. So, einmal rüber. Zip. Dann nehmen wir den da hier nämlich mal raus. Da können wir dann irgendwas anderes danach reinmachen. Ist eigentlich noch was drin? Milch. Liegt unten. Liegt gut. So, dann haben wir hier noch mal ganz kurz zählen. 3. 3. 3 und 6. Wird ein bisschen knapp. Wird ein bisschen knapp von den Channels her. Da ist noch nichts drin. Dann machen wir dich doch mal weg. Dann reicht's genau. Jetzt war ein bisschen doof, aber okay. Smart. Bitte ein paar Smart Cable.
das. Dann kommen jetzt hier die drei Magma Crucibles nach unten. Magma Crucible. 1, 2. Was haben wir da für ein Kabel? Leadstone Flagstakt. Na gut. Davon noch eins. Da müssen wir eh dann noch welchen umsetzen. So, und hier kommt der dritte drauf. Dann programmieren wir als nächstes mal den Export-Bus. Und zwar ist es ein Crafting-Rezept, das da. Und das kommt in das Interface hier rein. Das ist okay. Machen wir hier. Und dann lassen wir uns mal drei Export-Buses bauen. Start. Und fertig sind sie. Ah, super. Gefällt mir. Die Export-Busse kommen nach da hinten. 1, 2, 3. Und die Maschinen konfigurieren wir jetzt alle gleich. Zuerst mal, wir nehmen von nichts irgendwas an. Von hinten nehmen wir den Input. Von nichts da. Und von nichts und von hinten. So, somit haben wir die drei. Dann brauchen wir Redstone, Glowstone und Enderpearls. Redstone. Nicht Glüh. Glove. Glowstone. Glowstone. Und Enderpearls. So. Dann haben wir das schon mal. Und was passiert jetzt? Wir nehmen jetzt einfach mal den da vorne. Sagen, Redstone soll bitte exportiert werden. Und wenn man einen Moment wartet, kommt da Redstone rein. Läuft. Genau. Bis der Behälter voll ist, dann läuft der Behälter ja voll und dann ist das gut. Dann haben wir hier noch Glowstone. Glowstone ist auch sehr interessant. Sieht vor allem im Interface ein bisschen anders aus. Glowstone ist nämlich leichter wie Luft. Oh, das macht hier gar nicht interessant. In manchen Versionen hat er nämlich den Glowstone von oben nach unten eingetragen in der GUI. Okay. Und dann kommt hier noch die Enderpearl. Und damit haben wir schon mal die wichtigsten Flüssigkeiten quasi. Da haben wir es schon. Resonant Ender, wunderbar. Das läuft. Das heißt, wir haben jetzt hier immer genügend Flüssigkeiten. Da wir die etwas kleineren Magma Crucibles genommen haben, haben wir quasi den Vorteil, dass wir hier nur in Anführungsstrichen 10.000 Millibuckets drin haben in den internen Tanks. So, und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, wie machen wir das jetzt am dümmsten, setzen wir die einfach oben drauf. Kriegen wir mit Strom vielleicht ein bisschen Probleme, oder? Kriegen wir den Strom irgendwo da rüber? Ja, den kriegen wir sicher noch irgendwo rüber. So, dann kommt der dahin. Du sollst erstmal nicht dahin. Dann du dahin und du dahin. Okay, er wird schon wissen, was er tut. So, und um die Flüssigkeiten zu verwenden, haben wir drüber den Fluid Transposer, den wir so konfigurieren, dass er von unten annimmt. Und hier auch. Der weiß ganz genau, was geschlagen hat. Mann. Ich weiß doch, dass ich nicht mit GregTech arbeite. Da kann das Zeug so gar nicht so leicht explodieren. Glaube ich. Oi, wie süß. Oi, ist die Explosion süß. Okay. Ja. Wer hat denn vorhin noch Interfaces? Dafür das drin? Holz. Okay. Damit der schöne Steinfußboden hier nicht kaputt geht. Ja, genau, das ist eine gute Idee. So, und dann könnten wir eigentlich... Das ist doof hier gerade. 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir nämlich noch irgendwo noch Strom.
Strom brauchen wir und den Ausgang brauchen wir eigentlich noch. Na gut, wir werden das noch irgendwie gleich hinkriegen. Von hinten sollst du nehmen, von hinten sollst du nehmen und von hinten sollst du nehmen. Nein, wir machen das anders. Dann geht's auch viel einfacher. So, wir machen das nämlich von oben. Und zwar packen wir die Interfaces nach oben. Und dann kann man nämlich hin... genau, da ist so ein Schuh draus. So, also nicht von hinten, sondern von oben. Nicht von hinten, sondern von oben. Und auch hier nicht von hinten, sondern von oben. Das ist AFK. Jo. So, und du sollst nach oben abgeben. Und du sollst nach oben abgeben. So, dann füllen sich die langsam mit Resonant Ender, mit Glowstone und mit Redstone. Sehr schön. Von oben werden sie dann mit Rezepten befüttert und von hinten machen wir eine von den Spezialkäbelsche. Die Spezialkäbelsche ist nämlich dann ein sogenanntes Duct, das Strom leitet und gleichzeitig Items. So, das Item-Duct wird verwendet, um Warp-Item-Duct oder um Item-Duct. Moment. Warp-Item-Duct, Dance-Item-Duct, Vacuum-Item-Duct, hier. Fluctuating Item-Duct. Genau, dazu brauchen wir Item-Duct opak und Redstone. Das kriegen wir. Wobei, das müssen wir eigentlich noch da haben. Fluctuating, schauen wir mal. Redstone Energy Flux. Nein. Okay. Wiederbau. Bibi. So. Dann schmeißen wir die mal. War ein bisschen doof. So. Die müssen wir jetzt quasi mit Redstone befüllen. Das können wir dann quasi hier drin machen. Was wir gerade im Moment noch nicht haben, ist Energie. Energie. Habe ich irgendwas hier? Ja. Im ME-Netzwerk müsste ein Capacitor liegen, genau. Einer. Und den packen wir mal ganz kurz da rein. Und schon befüllen die sich. Automatisch von unten läuft das Redstone nach, das ist auch gut. So, und die kommen jetzt alle da hinten hin. Und dann brauchen wir hier bloß noch eine Verbindung hier hin. Ich baue mal einen Planter, okay? Klar. Oder du, ne, den anderen abbauen ist glaube ich blöd, ne, weil der ist ja schon irgendwie konfiguriert. Ja, geht ja schon. Ja, eben. Das sollte kein großes Drama werden. So, und dann brauchen wir hier nochmal Strom. 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 Dann brauchen wir noch mal ein paar. Kriegen wir das noch irgendwie anders hier rüber? Na, ich werde es wahrscheinlich irgendwann nochmal umbauen, weil mir das nicht so hundertprozentig gefällt, aber das Funktionsprinzip wird auf jeden Fall funktionieren. So, wir brauchen noch ein Fluxduct, und zwar ein Lidstone-Fluxduct. Jetzt haben wir es. Und dann geben wir dem Ganzen noch ein bisschen Saft. So, und theoretisch, genau, der Fluid Transposer kriegt Saft. Der noch nicht. Der kriegt langsam Saft. Der hat Saft. Das dauert noch ein bisschen. Der kriegt auch gleich. Wie gesagt, ich glaube, ich werde das nochmal umbauen. Aber ist ja kein Thema. So, dann können wir nämlich hier auch schon wieder dich rausnehmen. Genau. Und dann sagen wir bitte nach hinten ausgeben. Und hier nach hinten ausgeben. Und hier nach hinten ausgeben. So, und warum der ganze Aufwand? Unter anderem für Folgendes. Und zwar gibt es ja die wunderschönen Fluxducts. Nicht die Redstone, sondern die Redstone Energy Flux Ducts. Die man aber zuerst als Empty bauen muss. Hardenglas, da haben wir auch noch was, was wir noch machen müssen.
Oh. Hardenchromiumglas. Ach, das war das falsche Glas. Hardenglas. Blei und pulverisiertes Obsidian. Gibt es eine andere Möglichkeit? Ah, okay. Hardenglas müssen wir auch noch konfigurieren. Hardenglas. Haben wir noch ein bisschen was da? Fürs erste wird es reichen. So. Wir wollten. Oh. Ja, jetzt geht's runter. Ja, ja, ich sehe schon. Also der geht hier ab hier. So. Redstone Energy Flux Duct. Hier. War doch richtig. Ja, hier bin ich richtig. So. Redstone Energy Flux Duct empty. So, weil die können wir uns jetzt mittlerweile herstellen. Das haben wir noch da. Können wir uns aber auch gleich herstellen. So, das packen wir dann gleich wieder hier rein. Da. Irgendwo. Aber es kann doch nicht sein, dass wir keine Äpfel haben. Ich weiß nicht, ob der Olli sie kompostiert. Olli? Was? Kompostierst du die Äpfel oder warum sehen wir deine Äpfel nicht? Die werden kompostiert, ja. Und stimmt das auch nichts übrig? Ich brauche einen Apfel. Einen Apfel? Fange ich dir mal einen Apfel ab. Das kenne ich auch selbst. Wenn du mir sagst, wo. Ah, scheiß Jetpack. Aus. Aha, okay. So, und jetzt müssen wir das Ganze noch mit Redstone befüllen. Dafür machen wir mal ganz kurz das hier noch aus. Hier rein, wird mit Redstone befüllt, kommen die hier raus. So, und dann müssen wir quasi das dann nur noch ins Rezept reinpacken. Diesmal aber in ein Processing. Das heißt, das da wird aus dem da. Und zwar in der Maschine. So, und jetzt packen wir das quasi. Können wir hier machen? Nein, können wir hier nicht machen. Sehen wir nämlich nicht, an wen wir das packen. Da haben wir den. Da, Redstone. Hab einen. Danke. So, das da rein. Redstone Energy Flux Duct empty. So, und dann konfigurieren wir hier gleich wieder um. Nach hinten wieder ausgeben. Und dann müssten wir eigentlich Redstone Energy Flux Duct. Haben wir noch ein paar da? Hallo? Warum du nicht wohnst? Ah, Ja, ist logisch nicht, warum das jetzt gerade nicht geht. Weil dem hier noch ein bisschen Netz fehlt. Aber das Netz kriegt er auch noch. So. Ein nach oben. So. Jetzt hat er 3 von 8. Jetzt stimmt das auch. Jetzt müssten hier 7 von 8. Können wir theoretisch noch ein ME 7 von 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Davon haben wir 8 von 8. Okay, passt. So. Dann müssten wir sie aber jetzt bauen können. Flugstuck. Redstone Energy Flux Duct. Wie viel haben wir denn eigentlich noch da? Wir haben gerade 11 Stück da. Und wenn wir jetzt dann hier sagen, wir wollen 10 Stück haben. 10, 10. Dann müsste er eigentlich hier jetzt anfangen. Genau. Und zur Not bastelt er sich danach auch noch weitere. Sehr schön. Das funktioniert. Und dann gibt es noch jede Menge andere Rezepte, die wir hier noch einpflegen können. Das machen wir noch stückchenweise, weil wir haben hier noch ein bisschen Glowstone, wir haben hier noch ein bisschen Resonant Ender. Da brauchen wir dann noch so kleine Rezeptchen, wie zum Beispiel, wir brauchen einen Bucket. Können wir den schon bauen? Können wir bauen, ist sehr gut. Also wir nehmen einen Bucket, um genau zu sein, nehmen wir mal 2. Machen wir gleich 6, ist auch wurscht. So, dann packen wir hier einen rein und hier einen rein und hier erstmal einen rein. So, die werden jetzt alle nacheinander befüllt. Und dann können wir da oben ein Bucket. Das ist das Ergebnis. Wenn man einen Eimer reinlegt. Gut.
Dann haben wir das gleiche nochmal für Resonant Ender. Und dann haben wir das Ganze nochmal für Destabilized Redstone. So, dann können wir uns quasi auch die Eimer-Versionen davon craften. Sehr schöne Geschichte. Ja, können wir von unten machen. So, hier ist Redstone, also kommt oben der Redstone-Eimer. Redstone-Eimer. Hier haben wir Energized Glowstone. Glowstone-Eimer. Und hier haben wir Resonant Ender. Resonant Ender. Passt. Und dann können wir uns dann auch jede Menge andere Rezepte machen, wie zum Beispiel Enderium, was wir nicht unbedingt brauchen, weil wir noch einiges da haben. Aber das Standard Enderium Rezept würde heißen, wir produzieren uns Enderium Blend aus Zinn und Silber und aus einem Resonant Ender Bucket und bekommen dann Enderium Blend, den wir dann danach brennen müssen. Wäre alles kein Thema. Können wir jetzt alles schön programmieren? Fehlt uns vielleicht noch ein kleiner Ofen hier. Auch den werden wir irgendwo noch hinkriegen. Aber das machen wir garantiert nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal, übernächsten Mal, irgendwann in den nächsten Folgen. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns noch einen Daumen nach oben, ein Liken plus eins. Schreibt uns Kommentare, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr irgendwas anders haben wollt. Wie auch immer, ist auch völlig regal. Der Putze schaut hier wieder am Boden an. Ansonsten, wie gesagt, Kommentare. Ich war fleißig. Okay. Wie, du warst fleißig. Was hast du denn gemacht? Und das schauen wir uns das nächste Mal an. Oder? Oder? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, bleibt uns nicht gewogen. Habt noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Klickt den Abo-Button. Klickt auf die anderen Videos. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.